Ja, die Fiskars X5, die kleinste der Fiskars-Modelle. Die Neuerung hat einen orangen Griff, die andere hatte einen schwarzen, glaube ich. Genau, das haben sie geändert hier. Einmal hatten sie geändert, da hatten sie vorher oben das Plastik noch drüber, wodurch das Plastik, also hier das, der Griff mit, der wurde immer beschädigt. Deshalb haben sie das geändert, haben sie hier durchgehend gemacht, sodass das Metall, also der Stahl hier, etwas über dem Plastik ist, damit das nicht zu doll beschädigt wird. Ich habe die Axt jetzt schon seit, oh, keine Ahnung, 3 Jahren und ja, funktioniert super, ne? Ist halt eine geile Axt, die einen man einfach nicht kaputt machen kann. Also viele Holzäxte, wenn man die einmal irgendwie falsch benutzt und da mal, wenn die feststeckt und man will die mit dem Fuß lösen, dann kann man den Griff einfach mal schnell abbrechen. Das ist bei der Fiskars einfach nicht möglich. Was ich allerdings ein bisschen schade finde an der Neuerung ist, dass die Neuerung hat nur noch hier so ein Plastik, einen Plastikschutz dabei. Also nicht mehr die schöne Gürteltasche, was ich ein bisschen schade finde. Hier, lustig, hier 10 Meter Abstand soll man nehmen, ne? Genau, weil die ja mal fliegen kann. Also hier ist nur noch der Plastikschutz mit bei und nicht mehr die Gürteltasche. Finde ich ein bisschen schade allerdings. Und die alte gibt es auch gar nicht mehr richtig zu erhalten, also zu erwerben. Allerdings, das passt schon. Genau, was ich dazu sagen kann, die Klinge, ja, auf jeden Fall wird sie stumpf, wenn man sie irgendwo draufhaut, wo sie nicht rauf soll. Aber das kann man lösen mit, tada, dem Fiskars Axt- und Messer Schärfer, um den geht es nächstes Mal. Letztes Mal ging es um das Opinel. Und ja, ich hatte mir hier noch eine Leine, also einen Tampen durchgezogen, um das Ganze irgendwie mal anzuhängen. Ist aber eigentlich Quatsch, kann man sich auch sparen. Nervt einem nur beim Hacken und wenn man das Ding transportiert, hat man es eh in diesem Ding drin hier in der Hülle. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Tschüss.